60 Jahre nach Kriegsende. Da ist doch eigentlich alles erzählt, meinten manche, mit denen wir unser Vorhaben besprachen. Wir wissen, dass das anders ist. Bei uns entsteht beispielsweise gerade ein Buch mit der Lebensgeschichte eines Mannes, der 6 Jahre in Buchenwald war und bis vor 2 Jahren darüber schwieg. Zuerst wollte er, dass seine Kinder nicht stigmatisiert, sondern normal aufwachsen. Und so gab es später immer wieder Gründe, nicht zu erzählen. Und erst als er eine Fernsehdokumentation über Buchenwald sah, änderte er seine Haltung. Es war vor allen Dingen ein Satz, der ihn dazu bewog. Der Satz heißt: Die Ermordeten haben keine anderen Zeugen ihrer Existenz als die Überlebenden. Und deshalb erzählt er jetzt. Aber kann man das Grauen wirklich erzählen? Und können wir, die wir es nicht erlebt haben, verstehen? Wahrscheinlich gibt es Erfahrungen, die Menschen mehr trennen als verbinden. Entweder du warst dabei, dann weißt du, worüber geredet wird, oder du warst nicht dabei, dann hast du keine Ahnung. Wir maßen uns also nicht an, wirklich verstehen zu können, was Menschen damals durchgemacht haben, beziehungsweise Menschen anderen angetan haben. Und dennoch möchten wir gern verstehen. Und wir wissen, dass es eine Form gibt, eine Möglichkeit, dem Verstehen sehr nahe zu kommen, nämlich Geschichten hören. Geschichten sind noch immer die beste Form, in der soziale Erfahrungen weitergegeben werden können. Das Thema heute: meine letzten Tage in Deutschland. Wie gesagt, ich bin also relativ früh emigriert. Genau am 15. Mai 1933. Ich habe noch gerade noch die Bücherverbrennung da am August-Bebel-Platz, der damals Opernplatz hieß, miterlebt. Ich lebte damals in Berlin. Ich war Student der Rechtswissenschaft im vierten Semester. An der Humboldt-Universität, damals hieß sie Friedrich-Wilhelm-Universität, und war aber gleichzeitig, wie gesagt, im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das war ja die stärkste und entschlossenste Kampforganisation gegen SA, SS, gegen den Nationalsozialismus und auch übrigens gegen die Kommunisten, gegen den Rot-Front-Kämpferbund, denn auch die wollten ja die Demokratie zerschlagen. Darüber könnte man viel sagen, das lasse ich jetzt noch. Und ich bin ins Reichsbanner gegangen, sofort nach meinem Abitur im März 1931, das ich hier in Berlin, in Steglitz an der Rheingau-Oberrealschule gemacht habe. Und im Reichsbanner wurde ich sehr bald Stellvertreter eines der Berliner Reichsbanner, Mitglieder der Reichsbanner Führung, eben Löwenstein, Oberstprinz zu Löwenstein. Und das damals eben, wie gesagt, in jener Zeit mussten wir uns wirklich in Kämpfen und manchmal blutigen Kämpfen auseinandersetzen. Denn die SA und die SS haben ja versucht, wann immer es demokratische Veranstaltungen gab, sie aufzubrechen, ich weiß, die Leute zusammenzuschlagen, auseinanderzutreiben, oder also zum Saalschutz wurden wir eingesetzt, oder wenn es Demonstrationen und Kundgebungen gab, gleichfalls, ich musste das Reichsbanner mitmarschieren. Man hat uns manchmal auch die jungen Leute gesagt, also das Reichsbanner war doch pazifistisch, selbstverständlich waren wir für den Frieden und all das, aber wir gingen in Uniform. Und warum? Weil wir, wenn man sich gegen die SA verteidigen musste, ja einfach als Zivilisten, ich war nicht im Nachteil, weil man musste, SA marschiert ja in geschlossenen Formationen und so weiter, man musste ihnen also entsprechend nicht mehr entgegentreten. Ja,
Löwenstein war ja einer der leidenschaftlichsten Gegner von Hitler. Er war 6 Jahre älter als ich. Als ich Abitur machte, hat er bereits promoviert. Er war gleichzeitig auch journalistisch tätig. Er war in den Wahlkämpfen, es gab ja unzählige Wahlkämpfe damals in jener Zeit, ein gesuchter Redner, ein mitreißender Redner und bei den Nazis also ungemein verhasst. Bereits 1930 hatte er in einem Leitartikel in der Vossischen Zeitung, also der damaligen großen Zeitung hier in Berlin, einen Leitartikel geschrieben mit der Überschrift Das Dritte Reich. Und da hat er erklärt, ich habe sogar einen Ausschnitt noch, sollte Hitler in Deutschland je zur Macht kommen, so wäre das die europäische Katastrophe. Und das heißt der Zweite Weltkrieg. So politisch voraussehend war es, war wirklich ungewöhnlich. Und als er promovierte, 1931, in seiner Dissertation, die ging über den Faschismus. Und da hat er geschrieben, wenn irgendein Regime systematisch die Menschenrechte verletzt, so gibt es dagegen ein übergesetzliches Widerstandsrecht jedes einzelnen Bürgers. Ja, sogar das Recht zur Revolution. Und noch mehr, und wenn alle anderen Mittel versagen, die Pflicht zur Revolution. Und was er damit meinte und wen er damit meinte, war ganz klar. Er sagte, Beispiele wären zum Beispiel die Enteignung aller jüdischen Bürger oder die Tötung aller geistig Kranken oder Behinderten und dergleichen. Und Sie können sich denken, ich weiß, in welchem Maße die Nazis ihn gehasst haben. Goebbels hat ihn also mit dem Angriff, der Nazi-Zeitung, der Angriff, wüst, nicht da angegriffen, in wilden Beschimpfungen, er nannte ihn den Roten Prinzen, obwohl er tatsächlich in der katholischen Zentrumspartei Mitglied war. Und um nur einige Beispiele zu geben, wie das damals vor sich ging, nachdem Hitler Macht ergriffen hatte. Das Reichsbanner hatte ja über 3 Millionen Mitglieder. Das war also eine gewaltige Institution. Und es hat nicht auch noch nach der Machtergreifung Hitlers im Februar 1933 im Lustgarten eine gewaltige Protestkundgebung. 100.000 Leute waren da zusammen. Die Eiserne Front führte sie, das war ja diese noch größere Zusammenschluss im Kampf gegen Hitler, bei der auch die Sozialdemokratische Partei dabei war, die Arbeitersportler, die Gewerkschaften, der Bundesverband der Angestellten, freien Angestelltenverbände und so weiter. Da waren wir auch noch dabei, aber dann nachher war die Situation, dass man sich also allein oder gar in Uniform, Reichsbahnuniform, ja öffentlich nicht mehr zeigen konnte, sondern einfach nicht mehr zusammengeschlagen worden wäre. Auch die Prinzessin, die Frau von Löwenstein, die voriges Jahr hier in Berlin gestorben ist, war also eine ungeheuer entschlossene und kämpferische Frau. Sie war gebürtige Holländerin. Und ich erzähle da nur ein Beispiel. Das war im März oder April, also im März, glaube ich, 1933. Da als Abzeichen der Eisernen Front waren diese drei Pfeile. Und sie hatte sie noch an ihrem Trenchcoat. Und sie trug sie auch noch nach der Machtergreifung, nachdem Hitler zur Macht kam. Und eines Tages, als sie auf der Straße war, um Einkäufe zu machen, kam ihr ein Nazi-Bonze entgegen. Und der sah das Abzeichen. Und daraufhin sagte er, Saujüdin. Und daraufhin hat sie ausgeholt und hat ihm eine schallende Ohrfeige versetzt. Und wissen Sie, der Mann, das schien er nicht gewohnt zu sein. Der war völlig verdattert. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Er schlug die Hacken zusammen und sagte, entschuldigen Sie, gnädige Frau.
Aber es hätte natürlich auch sehr anders aussehen können. Oder dann weiter am Wahltag, am 5. März. Die Löwensteins wohnten in der neuen Kantstraße, da gleich beim Nietzensee. Die Wohnung war im dritten Stock. Ich war sehr oft mich da bei ihnen in all dieser Zeit, fast immer eigentlich. Da hingen wir zu dem Balkon zur Straße raus, der Kantstraße raus, die Schwarzröcke und der Fahne heraus. Und ich muss leider sagen, es war eine der wenigen Fahnen dieser Farbe, die man damals dort in der Umgebung sah. Und sehr bald sammelten sich da unten auch Leute, Nazis, SAs, und brüllten und schrien, die Fahne muss weg, die Fahne muss weg. Aber wir haben uns darum nicht gekümmert, die Leute haben es einfach hängen lassen. Und dann plötzlich klopfte es an der Tür, klingelte es. Und wie die Prinzessin aufmachte, Gott sei Dank war die Kette vorgelegt, stieß eine Tür so weit auf, so weit es ging, und setzte seinen Fuß in einen dicken Stiefel in den Spalt, nicht wahr, damit man ihn die Tür nicht wieder zumachen konnte. Und daraufhin, die Prinzessin, wir waren schon bewaffnet, hat sie den Revolver genommen, hat ihn ihm gezeigt und hat gesagt, nehmen Sie den Fuß weg oder ich schieße. Weg war der Fuß. Und sie ging runter und wir haben also die Fahne nicht weggenommen. Und dann, wie wir mittags beim Essen saßen, haben sich die SA im Stock darüber, die Löwenstadt wurde im dritten Stock, im vierten Stock darüber Zugang verschafft und haben mit einem Seil die Fahnenstange, dem sie die Seil hochgerissen haben, abgebrochen. Aber die Flagge fiel nicht runter, sondern fiel glücklicherweise in den Balkon hinein. Und daraufhin haben wir sie sofort wieder, eine neue Fahnenstange, sofort wieder rausgehängt. Und sind da dabei geblieben. Und dann, das war natürlich auch eigentlich sehr gefährlich, denn wie die Situation damals war, habe ich zum Beispiel einmal erlebt, ich gebe immer nur Erlebnisse wieder. Ich war auf dem Weg zur Universität. Und plötzlich kam mir eine Frau entgegen. Ich erkannte sie zuerst nicht, aber wie sie direkt bei mir war, vor mir stehen blieb, brach sie in Tränen aus. Und dann stellte sich heraus, das war die Frau eines meiner Reichsbahnkameraden. Und da erzählte sie mir, sie wohnte in Wedding. In Wedding war die SA sehr viel. Also sehr viel Angriff, also wie soll man das sagen, also blutrünstiger und aggressiver und kämpferisch und hat die Leute nicht schon sehr viel früher noch zusammengeschlagen als in den eher bürgerlichen und konservativen Gegenden. Und ja, da erzählte sie mir, dass drei Tage davor um 4 Uhr früh die SA vor ihrem Haus aufmarschierten. Sie wohnten im ersten Stock, im Obergeschoss, und schrien und brüllten, nicht wahr, sie sollten aufmachen. Und sie haben nicht aufgemacht und daraufhin haben sie die Fenster eingeschmissen. Und wie sie immer noch nicht aufgemacht haben, haben sie die Tür zum Haus eingetreten und dann oben die Wohnungstür. Und dann haben sie den Mann, deinen Reichsbahnkameraden, und die beiden Söhne, die im Jungballer waren, so zusammengeschlagen, dass sie nunmehr im Hospital lagen. Und einige Zeit später, nicht sehr lange später, erfuhren wir, dass die SA den Rechtsanwalt des Reichsbahners, Dr. Joachim Miese, verhaftet hatten. SA hat ja damals Armbinden bekommen mit der Aufschrift Hilfspolizei. Und sodass sie also nicht gewissermaßen Menschen verhaften konnten. Und sie haben ihn verhaftet und haben ihn in eine dieser Folterstätten geschleppt, der ULAP hieß sie, wie ich mich noch erinnere, und haben ihn dort zusammengeschlagen und haben ihn geblendet und haben ihn kastriert und haben ihn totgeschlagen. Und wissen Sie,
Ich wohnte damals selber in Friedenau, das war ja auch eher so eine konservative Gegend, wo es sich nicht so aufführte. Und da habe ich das den Menschen erzählt. Und wisst ihr, was die gesagt haben? Also es waren also Deutschnationale, die ja mit den Nazis noch verbündet waren. Ach, wissen Sie, Sie sind ja von den Linken schon so eingewickelt, dass Sie solche Gräuelmärchen glauben. Sowas kann doch in Deutschland nicht passieren. Und die glaubten das wirklich. Sowas kann in Deutschland nicht passieren. Ja, und sehr bald später dann gab es bei den Löwenstein eine Haussuchung. Kamen die Leute wieder, klopften, sie haben nicht aufgemacht. Wir sahen vom Balkon aus, also ich war nicht dabei, aber man hat es mir erzählt, dass unten sich da ein Wagen mit einer SA-Gruppe sich versammelt hatte und die eben forderten und brüllten, nicht da, man müsse aufmachen. Und daraufhin haben die Löwenstein die Polizei angerufen. Haben gesagt, ich weiß, sie werden hier von irgendwelchen Leuten bedroht. Die Polizei kam auch und wir sahen, das Polizeiauto hielt und der Polizeioffizier stieg aus und redete mit dem Anführer der Nazi-Gruppe nicht sehr lang, ganz kurz. Und dann stieg er wieder ins Auto und fuhr weg. Und kurz danach hat er uns angerufen, hatte einen Löwenstein angerufen. Und hat gesagt, ja, es tät ihm sehr leid, er könnte leider nichts machen. Die SA hätte eben polizeiliche Befugnisse als Hilfspolizei und sie müssten aufmachen. Und das war dann also eine wüste Angelegenheit von Plündern und Stehlen und auch physischer Gewalt. Prinzessin hat Folge drauf, dann sehr bald eine Fehlgeburt gehabt. Ja, und dann eines Tages erhielten die Löwenstein, ich war noch dabei, einen Anruf vom Polizeirevier Charlottenburg auf eine Vorladung. Und Prinz Löwenstein fuhr also hin und es ist sehr interessant, wie sich das abspielte. Das war so ein Polizeihauptmann, auch da weiß der Name noch Ranft, trug schon ein großes Hakenkreuz, aber war anscheinend noch ein anständiger Mensch. Die Unterredung verlief folgendermaßen: Sagen Sie, Prinz Löwenstein, Sie kennen doch auch Italien. Er sagt mir so: Ja, sehr gut, ich habe sogar in Palermo geheiratet. Und habe in Florenz meine Dissertation geschrieben und so weiter. Da sagte der Offizier, waren Sie auch manchmal auf Urlaub in Italien? Er sagte, ja, durchaus. Fahren Sie da nicht, haben Sie Absicht, dann manchmal wieder hinzufahren? Und da merkte Pölzl-Stein schon etwas, worauf der hinaus wollte. Und da sagte er, sagen Sie, Herr Hauptmann, Sie scheinen Italien ja auch ganz gut zu kennen. Was wäre denn was finden Sie denn, dass eine gute Jahreszeit ist, dass man da auf Urlaub geht? Und dann nahm der eine alphabetische Liste, A, B, C, D, E bis L. Und dann sagte er, ach, wissen Sie, durchlaucht, ich würde sagen, nicht später als Ende April, danach wird es zu heiß. Danke sehr, Hauptmann. Und am 30. April ist er mit seiner Frau nach Österreich emigriert. Und ich habe noch seine Wohnung aufgelöst und bin ihm dann am 15. Mai nachgefolgt und habe noch am 10. Mai die Bücherverbrennung vor der Universität da auf dem Opernplatz gesehen. Das könnte ich Ihnen auch noch beschreiben, aber ich glaube, meine Zeit ist vorbei. Mein Vater war 1933 18 Jahre alt und meine Mutter war 20. Mein Vater war im kommunistischen Jugendverband und meine Mutter war in der Sozialdemokratischen Partei.
Also die mütterliche Seite war sozialdemokratisch geprägt, auch ihre Geschwister. Ja, und er flog 33 noch aus dem Gymnasium. Es war eine gut bürgerliche Familie, aus der er stammte. Mütterlicherseits war eine ärmere jüdische Familie, Schneiderfamilie. Und er erzählte mir nur, dass er also ja schon Artikel als Schüler Artikel geschrieben hat für den Kommunistischen Jugendverband und war also, er ging genau noch 8 Wochen nach der Machtergreifung, er ist also im Frühjahr aus dem Gymnasium rausgeflogen, wegen politischer Arbeit und dabei, dass die jüdische Herkunft noch nicht vorrangig, da war also vor allen Dingen die kommunistische Arbeit Grund dafür. Aber als Sie jetzt, Herr Züstorf, erzählt haben von der Polizei, wie sie 33 noch war, so eine Episode erzählte mein Vater auch. Also sie schlugen sich ja auch auf der Straße mit der SS, vor allem mit der SA aus, zusammen, die einen störten die SA-Versammlung, die anderen störten die kommunistischen und sozialdemokratischen Versammlungen. So hat er mir erzählt und er wurde also einmal auch festgenommen mit seinem Bruder zusammen. Mein Vater war ja der Älteste und hatte dann seine Geschwister, wie soll man so schön sagen, die hat er mitgenommen. Die waren also mit dabei. Und ja, und da kam also dann in Steglitz der Polizei, der Leiter dieses Bezirkes und ging also zu meinem Großvater und sagte, also Herr Leder, holen Sie bloß Ihre Kinder da ab, die haben wir festnehmen müssen, weil sie also gegen die SA da marschiert sind. Es war also schon so, es gab noch 2, 3 andere Fälle, es gab dann auch Hausdurchsuchungen und mein Vater hatte natürlich das erzählte mir meine Großmutter, unterm Teppich die rote Fahne dann liegen, die sie dann verteilen wollten. Und die Polizei hat also da noch ein Auge zugedrückt und hat dann also meinem Großvater immer Bescheid gesagt, damit es nicht zur Verhaftung kommt. Er war ja auch erst noch so jung. Mein Vater lernte dann das Druckerhandwerk. Insofern muss ich sagen, meine Großmutter war eine sehr weitsichtige Frau. Sie hat geahnt, wie es weitergehen wird und hat ihre Kinder dann sofort Berufe erlernen lassen. Also meine Tante war 15, der Onkel war 16 und mein Vater 18 und sie lernten also alle Berufe. Mein Onkel lernte, wie sagt man dazu, so heute würde man sagen, Kfz-Meister oder sowas, ja, Kfz-Lehrer, also Autowerk, um mit Landwirtschaft dann in Palästina etwas anfangen zu können. Meine Tante lernte mit 15 Jahren dann, begann sie ihre Lehre mit Krankenschwester, als Krankenschwester und mein Vater lernte das Druckerhandwerk. Und dann wurde also von meiner Großmutter beantragte auch sofort dann die Pässe zur Ausreise der Kinder, nicht von ihnen, aber der Kinder nach Palästina. Und 34 und 35 sind dann also die Kinder raus. 34 die beiden Jüngeren und mein Vater 35, Dezember 35. Und das war auch noch eine Episode, wie auch jüdische Menschen dachten. Also mein Vater war mit meiner Mutter seit 31 befreundet. Aber an eine Heirat war eigentlich gar nicht zu denken. Und da die Familie Brandler eine viel ärmere Familie war als die Familie Deda, hat also meine Großmutter gesagt, also hört mal zu, heiratet. Wenn also der Vater, also mein Vater verheiratet ist, kann er seine Frau mitnehmen.
ohne große Schwierigkeiten. Und wir haben wieder einen Juden gerettet. So hat meine Großmutter gedacht. Und so haben sie es auch gemacht. Sie haben also im Dezember 35 geheiratet und sind dann gemeinsam raus aus, nach Palästina. Jetzt muss ich etwas erzählen, was eigentlich, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, erst in den letzten 10 Jahren so durch den Kopf gegangen ist. Mein Vater stammt da aus einer wunderbaren Familie. Es war harmonisch, ging es dort zu, sehr kulturvoll. Die großen Literaten, Maler, Musiker gaben sich da die Türklinke in die Hand. Die waren also dort zu Hause. Und 1933 brach das mit einem Mal ab. Und ich habe das immer so, ich habe das gewusst, aber ich habe erst so ungefähr vor 10 Jahren habe ich mir gesagt, mein Gott, mein Vater war 18 Jahre alt. Und da fing ich an, darüber nachzudenken, dass bei ihm mit 18 Jahren eine Welt zusammengebrochen ist. Und er völlig entwurzelt wurde. Und daraus erklärten sich viele Dinge bei meinem Vater. Dass wir zum Beispiel, er war ein wunderbarer Vater, was für die Bildung für mich wichtig war. Und für die Weltsicht. Aber er war nie der Vater, was man unter Vater versteht. Er hatte einen Panzer um sich gebaut und den hatte er bis zum Schluss. Er ließ keine Gefühle zu. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mich mal in den Arm genommen hat oder dass er mich mal gestreichelt hat. Also solche Dinge kannte ich nicht. Und ich habe dafür natürlich als Heranwachsende nie verstanden. Noch dazu, also auch keine Mutter da war, mit der ich mich hätte aussprechen können. Meine Großmutter war in England, also es war, und ich habe wirklich erst in den letzten 10 Jahren habe ich darüber nachgedacht, was eigentlich, wir erzählen unsere Geschichten, aber wie diese Zeit die Menschen kaputt gemacht hat, sie innerlich zerstört hat. Und natürlich, als Sie vorhin, Herr Dr. Tienes, sagten, also, dass dieser Buchenwald-Häftling nicht erzählt hat seinen Kindern, ging mir so durch den Kopf, also mein Vater hat hin und wieder was erzählt, aber wenn er was erzählt hat, waren es immer, ich will es mal so sagen, offizielle Geschichten. Also, was die Kommunisten gemacht haben, was die Sozialdemokraten, was ich vielleicht auch in einem guten Geschichtsbuch gefunden hätte, aber er hat nichts Persönliches erzählt. Und ich habe es ganz genauso gemacht. Ich muss sagen, ich habe es ganz genauso gemacht und habe dann, als ich habe 4 Kinder, die jüngste ist die Tochter und ich habe das von meinem Vater wahrscheinlich übernommen oder aus der Zeit der Verfolgung, des Verstecktseins und so weiter. Man ließ keine Gefühle zu, man hat nur heimlich geweint, man hat nur heimlich geklagt und so weiter. Man hat das nicht nach außen gezeigt. Und das hat dann meine Tochter aufgebrochen. Als sie 14 Jahre alt war, kriegte sie einen Wutanfall und sagte, sprich doch endlich mal mit uns. Und dann ging es langsam. Und so sage ich, ich war vielleicht meinem Vater gegenüber auch oft ungerecht, weil ich ihm das vorgeworfen habe. Aber er gar nicht konnte. Man hat nie in unseren Kreisen, ich rede jetzt von den deutsch-jüdischen Immigranten, von unserer Geschichte erzählt. Wir alle wussten, wir sind mit 10 Mark in der Tasche weg. Alle haben Angehörige nahe oder weitere Angehörige verloren. Wir sind alle mit nichts in einem fremden Land, meistens in einem fremden Kontinent angekommen, mussten sofort arbeiten, um zu überleben. Und was sollten wir groß erzählen? Jeder von uns hat ein ähnliches, mehr oder weniger ähnliches Schicksal gehabt. Also es gab keinen Grund, darüber zu sprechen. Und ich glaube, der Anstoß, dass in den letzten Jahren viel gesprochen und geschrieben wurde, war der Film von Spielberg, Schindlers Liste.
Denn nach diesem Film begann er ein TV-Archiv weltweit einzurichten, wo Hunderttausende von Überlebenden oder deren Angehörige zu Wort kamen in den verschiedensten Sprachen. Und diese Bänder jetzt gespeichert sind im Yad Vashem in Jerusalem, in Los Angeles und ich glaube auch im Holocaust-Museum in Washington. Also dieses Nicht-Sprechen, das war so üblich. Ich bin in einer kleinen Stadt geboren in Ostpreußen, Gumbinnen. Heute heißt das Gusev. Es liegt in Oblast Kaliningrad, also in Russland. Mein Vater war mehr oder weniger wohlhabend, möchte ich sagen, hat ein großes Geschäft gehabt. Frontkämpfer im Ersten Krieg, freiweilig für Kaiser und Vaterland am 1. August 1914 in den Krieg gezogen. Und war ein guter deutscher jüdischen Glaubens. Punkt. Das war's. Als dann die Nazis die Macht ergriffen, 31. Januar, und am 30. April die ersten SA-Leute vor unserem Geschäft auftauchten mit den Parolen, kauft nicht beim Juden, und Davidstern an die Schaufenster schnierten, lief er zu seinem ehemaligen Kriegskameraden, dem damaligen Polizeichef von Gumbinnen, mit dem er sich duzte und die Skat gespielt habe und was weiß ich, sagte: Was ist hier los? Warum unternimmst du nichts? Wir haben nichts mehr zu unternehmen, jetzt haben die Macht. Damals glaubten alle Juden oder die allermeisten von ihnen, Hitler, das ist ein Spuk, der ja, paar Wochen, paar Monate, aber das deutsche Volk wird niemals zulassen, dass so ein Mann ein Unheil über das Land, über die Welt bringen könnte. Und in ein paar Monaten ist das ja dann alles vorbei und dann kommen wieder normale Zeiten. Denn damals konnte man mit seinem ganzen Geld, mit allem seinem Hab und Gut auswandern, aber niemand tat es oder die allerwenigsten taten es. In ihrem Fall war das irgendwie politisch begründet, aber wir sahen keinen anders. Wir waren gute Deutsche, was sollten wir vor diesen paar Nazis da, die da grölten, flüchten? Jedenfalls begann die Sache dann etwas nach diesem 30. April, nach diesem Boykott etwas abzuflauen. Meine Schule wurde natürlich sofort in Adolf-Hitler-Schule umbenannt. Morgens am Schulhof mussten wir mit ausgestrecktem Arm die beiden Hymnen singen, also das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied. Und mein Klassenlehrer war ein älterer, anständiger, korrekter, liebenswerter Mensch, der zu meiner Mutter ging und sagte: Entschuldigen Sie, aber ich muss jetzt diesen Nazi-Scheiß unterrichten. Er hat ein anderes Wort genommen. Aber ich stehe kurz vor meiner Pensionierung. Ich kann mir nicht erlauben, jetzt hier Widerstand zu leisten und diesen Pensionsanspruch aufzugeben. Und meine Mutter hatte auch dafür volles Verständnis. In der Klasse selbst gab es keinen Antisemitismus irgendwelcher Art. Also ich lebte weiter unbekümmert. Es waren normale Menschen, die da waren in dieser Schule. Aber mein Vater hat das derartig bewegt, dass ihm so etwas passiert. Also er hat das ganz persönlich aufgenommen, dass das gegen ihn gerichtet war, dieser ganze Antisemitismus in Gumbinnen, dass er beschloss, das Geschäft zu verkaufen und nach Berlin überzusiedeln, wo man anonymer, sicherer, unauffälliger leben kann. Und so kamen wir Ende April 1935 nach Berlin, hatten eine Wohnung am Bahnhof Siegmundshof, am Bahnhof Tiergarten, der Siegmundshof 2. Und ich ging am anderen Ende der Straße, auf der anderen Straßenseite, in die Adas Yisroel, Synagoge und Schule. Wurde dort auch Bar Mitzwa, das heißt, mein 13. Lebensjahr wurde ich dann Mitglied der Gemeinde. Und es gab diese kleinen Schikanen, die sich immer steigerten. Also einmal hieß es: Juden dürfen nicht ins Kino gehen, am Restaurant hängen Judentunde unerwünscht, auf den Parkbänken im Tiergarten stand nicht für Juden oder irgendwas ähnliches. Das ging so Schritt für Schritt. Dann ging ich auf das Gymnasium in der Wilsnacker Straße, Zufall,
200 Meter, wo ich jetzt wohne. Und dann fingen langsam an, die Schulkameraden sich zu verabschieden. Die eine nach Kuba, oh Kuba, wo liegt das? Das ist mal auf dem Atlas geguckt. Die andere ging nach Ecuador, der andere ging nach England, der andere ging nach weiß ich wohin. Und alles schien irgendwie sich zu beruhigen. Das war ja die Olympiade dazwischen. Kamen ja Gäste aus aller Welt. Und dann kam diese sogenannte Reichskristallnacht. Und da wussten wir, jetzt wird's ernst. Und dann, wie richtig gesagt wurde, man konnte noch weg, aber es gab nicht mehr wohin. Die Schweiz ging mit gutem Beispiel voran, das Boot ist voll. Und wurde den deutschen Behörden wurde dann suggeriert, ein schönes rotes J in den Stempel anzubringen, damit man gleich an der Grenze die wieder zurückschicken kann. USA hatte eine Quote, also wir haben uns auch damals beworben, ich glaube im Jahre 2020 würde ich jetzt vielleicht an der Reihe sein, um in die USA einzuwandern. Und dann gab es dann eben, also was machen wir, wohin, wie, was. Und da erfuhr meine Mutter, dass es einen Kindertransport nach Schweden gibt, in die Richtung Falun. Das war aber eher eine Vorbereitung für die Auswanderung, die spätere Auswanderung nach Palästina. Und ich verabschiedete mich dann Ende Juli 1939 nach Schweden. Für mich war das, ich war damals 14 Jahre alt, ein Urlaub mehr. Ich bin schon ein paar Mal im Urlaub alleine gewesen, warum nicht? War da ganz nett. Wir waren da 6, 7 Leute, die wir in diesem Zug bis Trelleborg gefahren sind, bevor wir die Fähre nach Schweden nahmen. Tja, das war alles sehr lustig und sehr nett und sehr fröhlich. Und meine Mutter blieb dann alleine zurück. Mein Vater ist schon 1935 hier in Berlin gestorben. Diese ganze Sache hat ihn so mitgenommen, dass er dann im Dezember 1935 gestorben ist. Tja, die letzten Tage vor meiner Auswanderung, was war da? Ich sage immer Auswanderung oder Immigration, das sind irgendwie Euphemismen. Wir waren Flüchtlinge, Punkt. Wir waren keine Immigranten, wir waren keine Touristen, wir waren Flüchtlinge. Und dieses Wort haben wir auch bis heute vermeiden, wir zu sagen, dass wir Flüchtlinge waren. Ja, Immigranten, das hört sich irgendwie ein bisschen vornehmer an. Also das ist mein Querdenken, das brauchen Sie nicht so ernst zu nehmen. Wir konnten damals 2 Koffer mitnehmen und hatten eine lange Liste, also an Unterwäsche, Pullover, Schuhe, Handschuhe und so weiter, was wir da mitnehmen konnten. Das war alles kein Problem. Und dann kam der Abschied von meinen Verwandten. Ich hatte hier 3 Onkel, 2 Tanten, Dutzend Cousins, Cousinen und bin dann fröhlich zum Bahnhof und die Reise nach Schweden angetreten. Was danach kam, das ist ja mehr als ein Roman in meinem Leben. Und ich denke zurück, diese kleinen Schikanen, die haben mich auch irgendwie geprägt, aber nicht mit einem Panzer, wie ihr Vater den sich aufgebaut hatte, sondern ich habe gesagt, nimm das Leben nicht so ernst, wie es ist. Versuch immer, deinen Humor zu behalten. Meine Mutter war sehr gläubig und das war immer alles Gott gewollt, Gott bestimmt. Also wir haben da überhaupt keinen Einfluss. Und das habe ich dann auch irgendwie so assimiliert. Also ja, das ist eben Gottes Wille, dass ich da jetzt mich nicht auf diese Parkbank setzen darf oder dass ich nicht in das Kino gehen darf oder... Ich habe das alles nicht so tragisch und so ernst genommen. Übrigens, mit 14 Jahren bin ich von der Schule weg und bin nie wieder in eine Schule gegangen und habe dennoch in Buenos Aires eine deutschsprachige Zeitung herausgegeben mit erheblichem Erfolg. Aber das ist eine andere Geschichte. Eigentlich bräuchte ich gar nichts zu sagen. Denn Herr Finkelstein hier hat genau das gesagt, was ich mir vorgenommen habe. Wir kennen uns. Aber wir haben es nicht abgesprochen. Wir haben auch nie über unsere Tatsachen und Kindheit gesprochen. Das zeigt, wie sehr verschlossen wir eigentlich sind. Auch wenn wir zusammenkommen in einer Synagoge.
da sind wir eigentlich mit unseren Gedanken alleine. Ich bin auch, also ich bin in Breslau geboren, bin dann nach Königsberg gezogen, auch eine, was wir gemeint haben, Breslau. Und Königsberg, da habe ich gelebt, bis ich 7 Jahre alt war. Und wir sind dann nach Berlin gezogen, weil wir dachten, wie Herr Finkenstein auch gesagt hat, Millionenstadt, große Stadt. Da kann man so ein bisschen untertauchen, größte jüdische Gemeinde, wie das heute auch so ist. Und da kann man ein bisschen untertauchen. Aber das war natürlich nicht so, denn man hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass man auch jüdischen Glaubens war, die Nachbarn und so weiter. Ich wohnte damals in der Barbarossa-Straße. Da hast du nie auch zufällig da gewohnt. Nein, zufällig. Nein, wir wohnten in der Barbarossa-Straße. In die Schule bin ich in die Prinzregentenstraße gegangen. Das war eine Synagoge und angeschlossen an diese Synagoge war eine große jüdische Schule. Die Erlebnisse, die wir dann alle hatten als Kinder, ich sagte schon, die sind eigentlich alle gleich gewesen. Da waren die Pöbeleien erstmal von der Hitlerjugend und so weiter, die uns abgepasst haben auf dem Weg zur Schule nach Hause. Und ich hatte das, die Erfahrung gemacht, dass die Hitlerjugend damals diese schönen langen Messer hatte mit der Aufschrift Blut und Ehre. Und ich hatte vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt, einen sogenannten Aussteiger von der Neonazi-Szene, NPD. Und er bestätigte, dass heute die NPD dieses selbe Messer wieder hat, nur den Slogan, den haben sie verenglischt. Da steht heute drauf, Blood and Honor. Aber diese Messer werden wiederhergestellt und diese Menschen haben diese Messer wieder bei sich. Und so war auch natürlich die Kindheit so geprägt von den Verboten, die du gerade erwähnt hast, und auch die gelben Bänke. Und wenn man über die gelben Bänke spricht in den Schulen, das ist ein Phänomen, das sehr unbekannt ist. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es diese Bänke, gelben Bänke überhaupt gegeben hat. Entschuldigung. Und wie unangenehm es war, auf diesen Bänken zu sitzen. Die wurden nicht gesäubert, Gras wuchs ziemlich hoch. Also man hat dann auf der grünen Bank gesessen. Also alle diese Unannehmlichkeiten, die haben ein Kind, einen Jugendlichen geprägt, dass man irgendwie nicht, ich will nicht sagen, was Besonderes war, aber man war anders von den normalen Kindern, die man so, die es eben damals gab. Und 1938, da wurde mein Vater verhaftet und in das KZ Sachsenhausen verschleppt. Und ich bin mit meiner Stiefmutter groß geworden, dann muss ich das so sagen. Nach 8 Wochen wurde mein Vater freigelassen, da meine Stiefmutter ihm ein sogenanntes Affidavit verschaffen konnte, eine Art Reiseerlaubnis, wenn man so will. Die wenigsten Menschen wissen, was ein Affidavit eigentlich ist. Eine Reiseerlaubnis, die ihm erlaubte, nach England zu reisen. Er wurde dann tatsächlich nach 8 Wochen Aufenthalt in Sachsenhausen freigelassen. Da gab es diese Einschränkung damals, dass jüdische Menschen, Juden, keine Transportmittel benutzen durften oder wenigstens nur eingeschränkt Transportmittel benutzen durften. Und ich bin sehr oft in Sachsenhausen und beinahe jedes Mal gehe ich da, wo die Archiv ist, und die Dame da, die kennt mich auch schon genügend, und ich habe mich erkundigt, wie war es möglich, dass die Leute, zusammen mit meinem Vater, muss ich noch sagen, waren 50 andere Männer, die auch entlassen wurden. Wie war es möglich, für diese Menschen nach Hause zu kommen? Gab es da irgendeine schriftliche Erlaubnis, dass sie Busse oder irgendwelche Transportmittel benutzen durften? Und bis heute habe ich keinen Beweis bekommen, dass diese Menschen irgendwie ein Transportmittel benutzen konnten von Sachsenhausen nach Hause. Und ich sagte schon, wir wohnten damals in Schöneberg und jeder weiß,
wie weit Sachsenhausen von Berlin ist. Ich brauche über eine Stunde, wenn ich nach Berlin mit der S-Bahn, nach Sachsenhausen mit der S-Bahn fahre. Wie mein Vater nach Hause kam, das weiß ich bis zum heutigen Tag nicht. Ich weiß nur, dass wir durch die Tür kamen, er nicht mehr derselbe Mensch war, den wir vor 8 Wochen vorher gekannt haben. Er war sehr krank, er war völlig abgemagert. Und in diesem Zustand musste er dann den nächsten Tag nach England reisen, denn man hat ihm 24 Stunden gegeben, um Deutschland zu verlassen oder wieder abgeholt zu werden. Was er mit sich bekommen oder was er mitnehmen durfte, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es ein kleiner Koffer war. Und da mein Vater ist dann nach England gekommen, wurde da untergebracht in einem Lager, das sogenannte Kitchener Camp. Das war eine ehemalige Kaserne, die von den englischen Soldaten freigemacht wurde für eben diese Flüchtlinge aus Deutschland. Kitchener Camp befand sich in einem kleinen Dorf namens Sandwich, ein sehr appetitlicher Name, in Kent. Und da wurden diese Menschen untergebracht und sie waren froh und glücklich, da sozusagen Asyl zu bekommen, wenn ich den Ausdruck mal benutzen darf. Also nach einigen Monaten wurde der Kindertransport bekannt und wie er bekannt wurde und was da sich abgespielt hat im Vorfeld, das weiß ich nicht. Im Juli, im August hat dann meine Stiefmutter mit meiner Großmutter über eine Reise gesprochen. Ich war selten zu Hause, weil ich meistens durch die Scheidung meinem Vater und so weiter in Kinderheimen untergebracht war. Aber um diese Zeit, da diese Zeit sehr gefährlich war und so, haben meine Eltern sich entschlossen, mich nach Hause zu nehmen, denn man weiß ja nie, was so passieren kann. Der kleine Heinz oder Heini, wie man genannt wurde, der muss irgendwie auf irgendeine Weise betreut werden. Jedenfalls weiß ich, dass meine Stiefmutter mit meiner Großmutter über eine Reise gesprochen hatte. Und eigentlich habe ich diese Tatsache gar nicht so interessiert. Ich sagte schon, ich besuchte die jüdische Schule der Prinzregentenstraße. Und dann ungefähr Anfang August wurde mir gesagt, dass ich bald nach England fahren würde oder müsste. Zwar alleine, aber zusammen mit anderen Kindern. Und da mein Vater schon in England war, hatte ich mehr oder weniger Visionen, jetzt werde ich Papa wiedersehen. England, und ich kann das wirklich nicht oft genug betonen, England war sehr, sehr, sehr großzügig uns Kindern gegenüber. 10.000 Kinder aufzunehmen ohne Anhang, und das muss man sich mal vorstellen, denn England war damals in einer nicht sehr guten wirtschaftlichen Lage und der Krieg stand gerade vor der Tür sozusagen. Und da haben sich die Mühe gemacht, uns Kinder aufzunehmen. Und es war dieser Begriff Ausländerfeindlichkeit oder Antisemitismus oder irgend sowas, diesen Asylant, das waren Begriffe, die wir überhaupt gar nicht kannten. Wir wurden sofort als einer von ihnen akzeptiert und in diese Gesellschaft rein integriert. Wer mich begleitet hat zum Bahnhof, das weiß ich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht. Ich weiß nicht, ob das meine Stiefmutter war oder meine Großmutter oder jemand anders von irgendeinem Heim, in dem ich gewesen bin. Jemand hat mich dann zum Bahnhof Zoo begleitet. War auch Bahnhof Zoo? Oder? Nee, hier am Lehrter Bahnhof bin ich weggekommen. Nee, Bahnhof Zoo, wo wir dann abgefahren sind. Und diese Szenen, diese Abschiedsszenen, die kann man aus heutiger Sicht sich gar nicht vorstellen. Was sich damals an dem Bahnhof abgespielt hat, wie Eltern ihre Kinder verabschieden mussten und umgekehrt. Ich glaube, unsere Eltern wussten, dass sie uns nie wiedersehen. Und die Kinder haben irgendwie das Gefühl, dass das ein Abschied ist für immer. So, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin gerade 13 Jahre alt geworden. Ich hatte 2 Schwestern. Eine Schwester war verheiratet und wohnte in Schlesien. Polen war ja geteilt, Generalgouvernement Schlesien. Bei uns im Generalgouvernement war schon Ghetto, war schon die Hölle. Und da haben meine Eltern beschlossen, mich reinzuschmuggeln nach Schlesien, weil da
die Ernährung doch einigermaßen gut war. Also war ich bei meiner Schwester und ihr Mann war schon in Arbeitslager in Annaberg. Und alle 14 Tage durften die Häftlinge schmutzige Wäsche schicken in die Gemeinde und die Angehörigen, Frauen mit, haben eine saubere Wäsche gegeben und das funktionierte so. Und das war ein Sonntag, wo meine Schwester mit ihrem Baby in die Gemeinde gegangen ist mit der Wäsche. Da ist eine Nachbarin reingekommen und hat gesagt, versteck dich, es ist eine Razzia. Aber Sonntag war noch nie eine Razzia und ich war 13 Jahre, überall hat man ab 14, ja. Und na gut, sagt sie, aber versteck dich. Sie hat mir irgendwie was gesagt und mich im Bett eingebettet, zugedeckt. Aber es dauerte nicht lange, waren sie da, die Wehrmacht-Menschen. Ich weiß nicht, ob sie das mussten, so schreien und so brüllen. Schon dieses Gebrüll hat einen fertig gemacht. Raus und da ich nun mich versteckt habe, zur Strafe durfte ich nicht meinen Mantel anziehen. Und alle wissen, in Polen ist ein bisschen kalt. Also wir sind, ich weiß nicht, wie viele Mädchen so unterwegs noch gefangen wurden. Und wir sind geführt worden in eine Schule, das mal eine Schule werden sollte. Also die Mauern. Das hieß später Dulag, Durchgangslage. Da hatte, weiß nicht, ob der Kommandant war, ich weiß es nicht, jedenfalls seine Hunde davon gehetzt. Ich habe vor Hundeangst bis heute. Und ich habe meine Mutter das letzte Mal gesehen. Und dann sind wir gefahren in Viehwagen, ich weiß nicht wie lange. Ich habe so eine Fantasie gehabt, ich bin noch nie Eisenbahn gefahren. Das war meine erste Fahrt. Habe ich gedacht, wilde Tiere fallen uns an. Und dann wurde natürlich der Hunger, aber der Durst noch schlimmer. Und irgendjemand hat gesagt, Deutsch heißt auch Wasser. Wir waren doch die Sprache nicht mächtig. Und dann haben wir angefangen zu schreien, Wasser, Wasser. Und irgendwo sind wir stehen geblieben, also der Zug natürlich. Und kam ein Soldat mit einem Eimer Wasser zu uns und kippte aber das Wasser über uns aus. Und dann natürlich, wir waren doch Menschen. Und die Notdurft, alles in diesem Waggon. Ich weiß nicht, wie lange wir gefahren sind. Wir sind irgendwie gelandet, aussteigen, wieder schreien raus und schnell. Und Berge habe ich gesehen, Schnee habe ich gesehen. Und dann sind wir in eine Baracke gejagt worden und abgeriegelt, abgeschlossen. Und da war wieder dieses Dilemma Notdurft. Wo? Also, wir waren schon von Waggon so ein bisschen, und dafür haben wir aber sehr, sehr viel Dresche bekommen, weil wir in diesen Raum, aber wir konnten nicht raus. Das waren die Schikanen, die wahrscheinlich nicht hätten sein müssen. Und ich kann nur meine Sache sagen, ja. Ich habe gearbeitet in einer Flachsspinnerei, an einer Maschine, wo vor dem Krieg ein Mann gearbeitet hat. War ich noch zu klein, haben sie mir einen Fuß hier, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und ich durfte da arbeiten. Aber als man uns eingeteilt hat zur Arbeit, habe ich eine sehr gute, saubere Arbeit bekommen. Aber ich wusste noch damals nicht, dass ich kein Mensch bin. Und ich habe schon als Kind gern gelesen, ja. Und ich irgendwie auf dem Fußboden war so ein Stück Zeitung. Ich habe mich so gefreut, endlich wieder kannst was lesen. Aber die Frau Aufseherin, damals war noch nicht KZ, war Frau Aufseherin, hat das gesehen, hat mich dermaßen verprügelt und zur Strafe bin ich versetzt worden an diese Maschine. Da war ich noch nicht 14. So, das
was soll ich noch sagen? Mein Leben ist anders abgelaufen. Bei uns gab es keine Kindertransporte. Bei uns konnte man auch nicht raus. Jetzt im Alter fällt mir das Leben so schwer. Jetzt begreife ich ja kaum, was da passiert ist. Wie konnten Menschen zu Tieren werden? Und sie sind nach Hause gegangen, hatten ihre Familien und waren gute Väter und gute Mütter. Nicht vergessen, dass Frauen, die SS-Frauen waren, bedeutend schlimmer als SS-Männer. Die haben sich gerecht an Mädchen, die irgendwie noch ausgesehen haben wie ein Mädchen. Und wenn die nicht so hübsch waren, das Mädchen hatte nicht zu lachen. Die haben ein Mädchen hingestellt auf einen Hocker und haben einzeln Haare ausgerissen. Frauen. Man schreibt so wenig darüber, dass Frauen auch sich beteiligt haben. Ja, und dann war, in dieser Fabrik haben ja auch deutsche Frauen gearbeitet. Sudetendeutsche, heute sagt man Sudetendeutsche. Die haben uns auch zugesetzt. Die haben uns auch schikaniert und geschlagen, wo sie konnten denunzieren. Und ich weiß nicht, warum sie sich so ausgetobt haben an uns. So, und 6. Februar 1942 wurden wir KZ. Das war, wir durften alle 14 Tage im Betrieb duschen. War Freude groß, warm Wasser. Und auf einmal wieder die Frau Aufseherin schnell und raus. Und ich war, weiß ich nicht, ob ich eingeseift war oder nur nass. Raus, Winter, Schnee. Wir mussten in der Baracke. Und in der Baracke mussten wir uns nackt ausziehen. Alle. Es war eine Tragödie, weil wir nicht so erzogen worden sind. Und da standen beide Seiten SS-Männer. Und wir mussten da vorbeigehen. Naja, ich heiße Schliffka, ich war die Letzte, die man aufgerufen hat. Alle sind schon weg und ich war, was wird mit mir? Und da bin ich auch, und da war im Zimmer von der Lagerführerin, weiß ich nicht, ob was er war, ein SS-Mann oder in weißen Kittel, aber die Uniform hat man gesehen. Und der hat mit Kreide einen Kreis gemacht auf dem Fußboden und wir mussten uns langsam drehen. Und er hat begutachtet, ob wir leben dürfen. Natürlich werde ich jetzt alles nicht erzählen, es geht nicht, aber wir haben bekommen eine Nummer. Und da wurde uns gesagt, wehe euch, wenn ihr vergesst die Nummer, ihr habt keinen Namen mehr. KZ-Bedingungen, weil wir bis dahin 8 Stunden gearbeitet. Aber danach haben wir 14 Stunden gearbeitet. Um das also ganz kurz zu machen, 24 in Oberhausen geboren, 29 zogen meine Eltern nach Berlin. 1932 ließen meine Eltern sich scheiden und ich zog mit meiner Mutter zu meiner Großmutter nach Schneidemühl. Schneidemühl ist an der polnischen Grenze, also die Hauptstadt von damals Grenzmark Posen, Westpreußen. Und bin da also zur Schule gegangen. Eine interessante Geschichte, für mich als Kind noch interessant. 1933 waren die ersten Wahlen und meine Großmutter, die damals bestimmt schon 75 war, wurde von der SA abgeholt und zur Wahl gefahren, weil sie konnte nicht mehr so laufen und die SA hatte das ja wie alle Parteien zur Wahl gefahren. Und als sie wiederkam, haben die Leute gesagt, na sag mal, was hast du eigentlich gewählt? Da hat die gesagt, na selbstverständlich Adolf Hitler, denn wir müssen ja Ordnung haben in Deutschland. Das war ein Satz, den ich nachher in meinem Leben also nie vergessen habe, dass meine Großmutter, die dann Jahre später vergast wurde, dass die ihn selber gewählt hat. Also ich bin dann in Schneidemühl zur Schule gegangen, das wurde dann sehr, sehr schwierig. Wir waren 3 Juden in der Klasse. Ich würde sagen, wir sind jeden Tag geschlagen worden. Wir durften nichts mitmachen. Es war grausam. Daraufhin
wussten meine Eltern sich keinen Rat und ich kam in das jüdische Waisenhaus nach Stettin, weil da gab es eine jüdische Schule und da war man sicher. Das war also Juden unter uns und das war gut. Und dann kam die Reichskristallnacht und unsere ganzen Lehrer, die Synagoge in Stettin wurde verbrannt und die ganzen Lehrer wurden verhaftet. Das war also das Ende der jüdischen Schule. Mein Vater lebte in Berlin, also bin ich wieder nach Berlin gegangen. Dann war ich wollte ich nach Palästina und war auf Hashara, also die landwirtschaftliche Schulung in der Niederlausitz und in Hamburg. Und dann wurden die nach dem Krieg, so 40, 41, wurden die aufgelöst. Und ich bin wieder nach Berlin gekommen und wurde hier dienstverpflichtet und habe hier 20 Minuten von hier in der Ritterstraße gearbeitet, in einer Feinmechanikfirma, und wir haben Kunstharz gepresst. Gewohnt habe ich in der Schönhauser Allee, also bei Leuten. Ich hatte kein eigenes Zimmer. Ich durfte nicht mit meinem Vater, der dann schon für die jüdische Gemeinde in Berlin arbeitete, durften wir nicht zusammen wohnen, sondern ich wohnte quasi als Kind, als 15-, 16-Jähriger alleine. Und eines Tages wurden einige Leute aus der Fabrik, die erschienen nicht zur Arbeit und keiner wusste warum, aber es war auch nicht so, es waren ein paar Leute, haben gefehlt. Und dann haben wieder ein paar Leute gefehlt und da kam eines Tages der Meister und sagte zu mir, hör mal, du als Jude hast in Deutschland keine Zukunft. Du musst sehen, dass du rauskommst aus Deutschland. Da habe ich den gefragt, sag mal, was heißt rauskommen aus Deutschland? Er sagte, das Einzige, was ich weiß, du musst versuchen, in die Schweiz zu kommen. Also ich habe dann mit zig Abenteuern versucht, in die Schweiz zu kommen und bin dann an der Schweizer Grenze verhaftet worden. Dann kam ich nach Waldshut in Einzelhaft ins Gefängnis und dann kam ich 5 Monate nach Karlsruhe ins Gefängnis. Und Karlsruhe war ganz, ganz grausam. Das war also, da war ich in Gestapo-Verhör und die wollten wissen, wie ich zur Schweizer Grenze gekommen bin. Und auf jeden Fall eines Morgens kam dann der Hauptwachtmeister und sagte, du, unten ist die Gestapo, du musst runterkommen ins Büro des Gefängnisleiters. Also ich kam runter und das ist wie im Leben so ganz ulkig. Da gaben die mir so ein Ding und da stand drin Schutzhaftbefehl. Und da stand drin, der Jude Werner Israel Bapp hat sich gegen die Judengesetze gewandt und hat versucht, die deutsche Reichsgrenze illegal zu überschreiten. Und noch alles Mögliche und das musste ich dann im Beisein von 2 Gestapo-Beamten unterschreiben. Und dieser Zettel, der damals für mich furchtbar war, hat mir nachher das Leben gerettet. Aber das kommt viel später. Also ich habe das dann unterschrieben und dann wurde ich 1-2 Wochen später auf Gefangenentransport durch ganz Deutschland, in Frankfurt im Gefängnis und in Breslau im Bautzen im Zuchthaus. Es dauerte so mindestens 5 Wochen, 6 Wochen nach Auschwitz. In Auschwitz bin ich dann nicht selektiert worden, sondern wir kamen als so Einzeltransporte. Da waren vielleicht 100, 150 Häftlinge aus ganz Deutschland. Meistens, also ganz wenig Juden waren dabei. Meistens alle möglichen aus Deutschland oder aus Europa. Und wir sind nicht selektiert worden, sondern wir sind nach Auschwitz ins Stammlager gekommen. Wir wurden sofort tätowiert, Haare abgeschnitten. Wir kamen erst in Quarantäne. Und dann bin ich bis zum letzten Tag von Auschwitz in Auschwitz geblieben. Bin dann von der SS mit der SS nach Mauthausen gekommen. Bin dann von Mauthausen nach Melk und Ebensee. Das sind 2 Nebenlager gewesen. Und bin dann in Ebensee 45 von den Amerikanern befreit worden.
Und über die Zeit in Auschwitz und Dings, das ist, ich muss Ihnen sagen, das, man kann das nicht erzählen, denn wenn Sie, es kann keiner glauben, es ist auch zu viel verlangt, dass man es glaubt. Man lebt das nochmal. Man kann es auch gar nicht so. Man lebt das, man hat direkte Bilder vor Augen. Und ich habe auch bis vor 2 Jahren, meine Frau kann das bestätigen, nie drüber gesprochen. Das war für mich so, okay. Aber inzwischen habe ich wieder Angst vor rechts. Wenn ich die letzten Wahlen sehe, die ja 2 Wochen her sind, dann kriege ich erst einen richtigen Schreck wieder. Und ich muss Ihnen sagen, inzwischen habe ich auf meine Kosten eine Kassette gemacht, die wir eigentlich an Schulen verteilen und so weiter. Aber ich habe gesehen und die Welt und hat es auch geschrieben, eine Geschichte, die keiner hören will. Ich habe das Gefühl, es ist 60 Jahre lang und man will nicht damit so sehr belastet werden. Ich weiß, Sie sagen das Gegenteil, aber ich habe so das Gefühl, es will niemand was. Ich bin sicher, es gibt viele, die es jetzt nicht hören wollen, aber ich bin genauso sicher, dass es ganz viele gibt, die es hören wollen. Das Schlimme ist nur, dass vor allen Dingen die es hören sollten, die es nicht hören wollen. Ne? Bei Kriegsende war ich in Bolivien und keiner von uns dort wusste, was wirklich geschehen war. Wir wussten es nicht. Bolivien am Ende der Welt, Auschwitz war für uns kein Begriff und Lager, ja. Mein Onkel ist auch damals abgeholt worden und nach 2 Wochen wieder zurückgebracht. Und ja, das war für uns alles kein Begriff. Und als die ersten Überlebenden dann nach Bolivien kamen und das ganze Ausmaß uns bekannt wurde, da haben wir uns derartig geschämt, dass wir überlebt. Ja, wir haben getanzt, wir haben gesungen, wir waren im Kino, Und da ist unsere Familie oder unsere Familie sind da so umgebracht worden. Und wir haben dann einen weiteren Grund gehabt, zu schweigen mit unser Leben. Ja, ein bisschen Abenteuer, dies und jenes, mal was schiefgelaufen. Aber was für ein Glück wir hatten. Ja. Aber das ist in uns auch, die Überlebenden. Ja. Jeder denkt, wieso und warum bin ich nicht da? Ich habe auch Anfälle, wo ich... Aber das ist ein anderes Überleben unseres. Ja, ja. Wir haben uns geschämt. Ja. Wir sind gefordert, in den Schulen zu sprechen. Ja. Für, das habe ich schwarz auf weiß mir aufgeschrieben. Für die Menschen, die es nicht mehr können. Und ich denke, wir haben uns geschämt, von den Kindern zu sagen, was passiert ist. Ja. Mein Sohn war 10 Jahre alt. Haben wir einen Film gesehen, der... Ein KZ, hat er mich an der Hand gehalten. Mami sagte, warum habt ihr keine Steine geworfen? Ja. 6 Millionen Steine. Ich wurde zu Stein. Ich wusste nicht, was dem Kind zu sagen. Da gibt es auch keine Antwort. Eine Frage. Sie haben gesagt, Ihr Vater hatte sozusagen einen Panzer um sich. Was war denn mit Ihrer Mutter? Meine Mutter ist umgekommen. Ach, die ist umgekommen. Ist 41 schon umgekommen. So. Nicht 40 sind ja die Deutschen einmarschiert in Frankreich. Ach so. Aber ich würde vielleicht doch noch etwas sagen wollen zu der Problematik, die Sarah hier gesagt hat, was wirklich etwas für mich jedenfalls auch sehr schlimm geworden ist, dass nichts vorhanden ist. Es ist nichts da. Es ist kein Löffel da, es ist kein Foto da, nichts aus dieser Zeit. Und ich war vor einigen Jahren zu einem 50. Geburtstag unserer Pfarrerin in Niederschönhau, in Pankow, Frau Müsselwitz, die wirklich herzensgut ist und gewillt ist, alles gut zu machen. Und sie lud mich also zu ihrem 50. Geburtstag ein. Und es wurden Familienbilder und der Sekretär war von der Oma und das war da. Ich habe es nicht ausgehalten. Und ich bin raus und sie ist hinter mir her, weil es tat ihr leid. Und ich habe gesagt, ich halte es nicht aus. Ruth, es tut mir leid. Bei uns gibt es nichts. Nicht mal ein Foto.
Es war ein sehr, sehr aufregender Nachmittag und ich danke Ihnen wirklich allen sehr. Und wir werden alles tun, dass er eine Fortsetzung findet. Und was Sie heute gesagt haben, das bleibt erhalten. Das ist zwar kein Schrank, das ist kein Foto, aber das ist so viel mehr wert als ein Gegenstand. Und so denke ich, haben wir doch einen glücklichen Nachmittag, trotz allem schweren Miteinander gehabt. Ich kann nur noch sagen, warten Sie bitte nicht zu lange mit der Fortsetzung.